Liebe Leute, hallo, herzlich willkommen zurück im italienischen Athen. Eine neue Session für mich, nachdem ich ein paar Tage nicht gespielt habe. Muss jetzt tatsächlich erstmal hier wieder reinfinden. Es ist immer wie so nach Hause kommen, aber man war lange im Urlaub. Muss erstmal gucken, ah, wo war das Wohnzimmer nochmal? Alles klar, Küche. Okay, check. Habe ich noch was im Kühlschrank? Okay. Wir haben eine Menge umgeschmissen, ne? Zuletzt. Komplett neue Bündnissituation für Athen. Jetzt mit Polen-Litauen, Böhmen zusammen, Genua nicht zu vergessen, einfach als ja, Masse, die wir noch reinwerfen und dann Österreich-Bayern, die Staatsehen, die auf jeden Fall weg müssen alsbald. Und mit Kastilien. Es trennt uns nicht viel. Mit Kastilien müssen wir mal schauen, dass das bald klappt. Ich glaube, ich könnte noch ein paar Schiffchen bauen und sie dann mit meiner Flottenmacht überzeugen. Erstmal gucke ich hier durch Treviso. Was? Ja. Hä, warum komme ich, wenn ich... Einige eurer Provinzen sind keine Kernprovinzen. Warum komme ich dann dahin? Das ist falsch. Ich will hierhin, aber ich habe nicht genug Macht. Okay. Ah, konvertieren ist so teuer und dauert so lang. Das Ding ist ja, wir haben ja eine sehr hohe religiöse Einheit, weil wir extrem tolerant sind. Deshalb ist es gar nicht mal so notwendig, jetzt unbedingt dazu missionieren. Das machen wir dann auch, wenn wir mal ordentlich Missionarsstärke quasi on top haben. Alles klar, ein bisschen Schulden sind am Start. Leute, gehen wir rein. Frisch ans Werk, genau, Schiffe bauen. Mache ich jetzt sogar direkt, auch wenn ich Schulden habe. Venedig bestimmt uns zum Rivalen, das ist eigentlich eine Frechheit. Nochmal 5 Galassen. Ich glaube, Venedig ist jetzt wirklich unser nächstes Ziel. 1604. Ne, das ist Österreich. August 1604, okay. Das sind wir. Kriegsziel wird dann sein, Verona zu nehmen und nach Möglichkeit eben Venedig selbst. Könnte ein bisschen viel aggressive Expansion sein, ne? Das sind fast 70 Entwicklungen. Das ist richtig viel. Also wir haben halt hier Land, was einfach unglaublich gut ist. Wenn man sich anguckt, so die Peloponnese, ne? Das ist hier das alles Land quasi zusammengenommen. Kommst vielleicht auf 70 Entwicklung. Also ich bin nicht sicher, wirklich Venedig nehmen können. Aber ich will unbedingt Verona nehmen, um uns alleine schon den Österreichern bzw. Mailändern wegzuschnappen. Dann genau die Allianz mit Kastilien. Und jetzt... Gut, wäre das halt 1604, da ist die Frage, machen wir in der Zwischenzeit noch was Schönes. Wirtschaftswachstum in Rom? Naja, es passt schon. Ich will nicht riskieren, dass ich in Rom hier was verliere. Und weiter auf dem Thron natürlich Alexandra, 67 Jahre mittlerweile alt. Über 50 Jahre auf dem Thron. 51 Jahre jetzt, glaube ich, schon. Antonio, 23-jährig. Wartet natürlich. Aber er ist auch ein geduldiger Mann. Er weiß, was unser Volk ihr zu verdanken hat. Treviso wird Kernprovinz. Ferrara wird keine Mark. Ich überlege, Ferrara tatsächlich jetzt schon zu annektieren. Weil wir extrem viel... Oder sehr hohe... Ja, wir haben hier noch Reputation, 3 Jahre lang, von der wir profitieren könnten. Und ich habe eh eher zu viele Beziehungen. Und würde dann tendenziell eher einen neuen Vasallen erschaffen. Zum Beispiel Siena. Oder Siena nehmen und Florenz entlassen. Irgendwie sowas. Deshalb würde ich sagen, wir annektieren jetzt mal Ferrara. Als ohnehin nicht der beste Vasall ist, den wir haben können. Und wir dann auch das Land hier direkt verbinden können. Und die Gelegenheit ist gerade sehr günstig. Wir haben sehr viel Power mit der Reputation. Geht relativ schnell also. Wobei, clevererweise müsste man ja eigentlich erst das hier nehmen. Abbruch. Kann sein, ich jetzt 1 oder 2 Machtpunkte verballert habe dadurch, weil ich es einen Monat
schon ablaufen lassen. Okay, wir annektieren nichts, bevor wir nicht hier integrierte Eliten haben. Das ist einfach mal 25% weniger Kosten bedeutet. In dem Fall wären es jetzt 100 Machtpunkte gespart. Also das ist schon enorm. Nehme ich auf jeden Fall die Einflussidee vorher mit. Dann ist jetzt die Frage, können wir was tun, bevor wir Venedig den Krieg erklären? Gibt es eine Alternative? Erstmal, Polen-Litauen ist gerade sowieso im Krieg. Die sind für nichts anderes gerade zu haben, denke ich mal. Ihr seid ja wahrscheinlich schon auf dem Laufenden, aber ich muss mir das jetzt nochmal in Erinnerung rufen. Also Mailand mit Polen-Litauen ausgeschlossen. Pommern, Friesland, Geldern. Also wir kommen an Mailand überhaupt nicht ran. Es gibt keinen Verbündeten, den man angreifen könnte, um dann in mailändisches Land zu kommen. Siena natürlich nach wie vor hochattraktiv, aber nur, wenn wir mindestens na, entweder selber sehr, sehr stark sind. Oder eben unseren neuen Superfreund mitnehmen können. Aber da haben wir natürlich noch keine Gefälligkeiten. Obwohl mir gefällt, wie offensiv Polnitern hier unterwegs ist. Die werden richtig Land nehmen. Bin ich sehr gespannt. Gucken wir mal kurz, ob ich hier alles Wichtige am Start habe. Ja, passt soweit. Oh, Siena, Genua. Mal die ganz kleineren Mächte hier auch mitnehmen. Uns fehlen, glaube ich, echt ein, zwei Nationen, von denen ich nicht genug mitkriege. Oh, das Timuridenreich, das ja immerhin Russ macht. So, jetzt haben wir wieder ein paar Schiffchen gebaut, aber Kastilien ist jetzt schon wieder weniger beeindruckt von uns. Das ist. Oh, wollte die Armada zusammenziehen. Oh, der globale Handel. Haut rein, wir gucken gleich, wo er gespawnt ist. Oh, beziehungsweise, ja, das endet auch. Das Zeitalter, das nächste Zeitalter könnte eins werden, wo wir ein goldenes einläuten. Wäre auch mein Ziel, das möglichst früh mal einzuläuten, um auch dann längerfristig was davon zu haben. Das wäre mir wichtig, aber es sind ja noch 10 Jahre jetzt gewesen. Ba, ba, ba. Wirklich? In Hyda Vendigar. Als wenn es den Osmanen noch nicht gut genug ginge. Okay. Gucken wir mal auf die Institutionsverbreitung in unseren Landen. Immerhin werden die Renaissance. Natürlich mit so großen Städten wie Rom und Neapel. Das geht schon ganz gut voran, der globale Handel hier, ne? So. Na, okay, hier müssen wir auf Tech 16 erst gehen, militärisch. Bisschen was begleichen. Ich hasse Schulden. Dass ich ausgerechnet, wenn ich Athen spiele, auch immer so viel Schulden haben muss, ist unfassbar. So. Venedig hat 25 Galeeren. Wir haben jetzt 30, aber die Venezianer sind wahrscheinlich deutlich stärker, also sind deutlich stärkeren Schiffe. Wir müssen schon so auf 40 wahrscheinlich gehen. Aber die baue ich dann erst, wenn der Krieg unmittelbar bevorsteht. Dass ich hier nicht wirklich mal. Ja, Amon. Wenn ich jetzt die Beziehungen entsprechend steigere, müsste es fürs Bündnis doch dann reichen. Ungarn und Serbien. Okay. Könnte eigentlich wahrscheinlich als Vasall sogar dienen. Immerhin, die Einnahmen sprudeln jetzt ganz ordentlich. Noch ein Kredit. Sind wir schuldenfrei. Und noch 3 Jahre, dann können wir ungefähr, ja, in 3 Jahren ziemlich genau. Oh, ich habe keinen Anspruch. Auf Verona. Nehmen wir den noch mit. Ja, wir bauen dann gleich nochmal ein paar Schiffchen, dann klappt es auch mit. Ah, Kastilien. Solange Polen-Litauen im Krieg ist, muss ich hier keine anderen Anstrengungen hier, glaube ich, unternehmen, andere Kriege, andere Konflikte zu starten. Gar nicht schlecht gerade für uns. Das Einzige, wir sind wirklich mal am Cap und ich kann nicht weiter jetzt irgendwie groß Männer aufstellen. Nächste werden übrigens, dass wir mehr Artillerie reinholen, unsere Truppe hier. Aber erstmal will ich den Kredit begleichen, dann Schiffe bauen, dann die Armee noch ein bisschen stärken und auch Flotte bauen. Dänemark macht Frieden. Island geht an die Briten. Und die Färöer.
Das ist sehr gnädig. 1000 Dukaten. Das heißt, Polen Litauen hat jetzt hier im Norden auf freier Hand. Bin ich sehr gespannt gleich auf den Friedensvertrag. Wie stark, wie mächtig wird. Werden sie dann sein. Das schwankt immer so krass gegen uns, ey. Sag mal. Dass sie zwar die Staatsehe nehmen, aber dann nicht weiter ins Bündnis. Furchtbar. So, liebe Leute. Das Ding ist, ich komme auch kaum noch voran mit diplomatischer Macht, ne? Dadurch, dass ich hier so viele Beziehungen habe. 70 Jahre jetzt schon, Alexandra. Wow. Hat ihre Nation ins neue Jahrhundert geführt sogar noch. Es gibt die meisten Bürger unseres Reiches kennen gar keine andere Herrscherin als Alexandra. Kann sich gar nicht vorstellen, dass jemals jemand anderes auf dem Thron sitzen würde oder sogar irgendwann. Dass es die Republik ausgerufen wird, denn wir sind immer noch Athener, wir sind immer noch Griechen. Das habe ich ja am Anfang formuliert, das wird eigentlich mein Ziel sein. Das wird auch erst möglich sein im Jahre, steht es genau, 29, also ist eh noch eine ganze Weile hin. So, letzter Kredit wird beglichen. So, plus 14, wir sind schuldenfrei. Ich behalte, ach, es tut richtig weh. Ich behalte meine Stabilität. Habe jetzt 20% Inflation schon, das ist schon recht enorm. Aber wir arbeiten ja dran, wir bauen sie nach und nach ab. Auch wenn es schwer ist. Und ich glaube, hier gibt es natürlich auch kritische Grenzen, wo einfach Events dann gegen einen triggern. Muss man auch bedenken. Aber jetzt kommt mal ordentlich Geld rein, Leute. Was ich übrigens auch machen möchte, ist, dass ich die Festung von Urbino nach in die Abruzzen verlagere. Hatten wir ja schon mal diskutiert. Was mich irritiert, ist, dass Venedig sich immer noch so eine Riesenflotte leisten kann. 26 Galeeren, dazu kommen einige Kleinschiffe und sogar noch Transportschiffe. Wir haben immerhin jetzt die zweitgrößte Galeerenmacht überhaupt. Aber ich weiß nicht, ob das reichen wird, gegen Giovanni Vittorios Flotte hier zu bestehen. Ich muss selber noch mehr Galeeren bauen, also 30 Galeeren, 35 plus die Transportschiffe. Und vielleicht reicht das, um sie abzuschrecken. Alles wartet jetzt auf den, auf das Datum, auf das Jahr 1604. 4 und 5. Krieg dauert an. Die Osmanen sind auch im Krieg. Ah ja, das ist ein komischer Konflikt. Achso, an Seite ihres Verbündeten. Ich hoffe ja sehr, dass es immer mit den Timuriden hier knallt. Das fände ich spannend. Wir beobachten das mal. Oh, da ist der Frieden gemacht. Und das bedeutet, Bleking, Usel, Guldingen, Polnitzer und Schweden tritt Stockholm, Östergötland, Aaland, Tionherrad. Holy fuck. Es ist ein bisschen unübersichtlich mit den Farben, ne? Aber Polnitzer hat sich hier gerade das Herz Schwedens herausgerissen. Ich dachte eher, sie würden hier in Dänisch-Russland aktiv werden, aber nein, nein, nein. Sie haben es hier tatsächlich auf die Region abgesehen. Auch noch Åland genommen und Gotland. Heieieiei. Ganz spannendes Reich. Aber mächtig. Das ist gut für uns. Interessant natürlich jetzt, Dänemark dürfte jetzt keine großen Probleme mehr haben mit Schweden, weil Schweden ziemlich zurechtgestutzt wurde. Ja, Serbien wird Vasall von Ungarn, habe ich mir fast gedacht. Alright, Leute, wir sind schuldenfrei, wir sind. Unsere Wirtschaft floriert. Das heißt, wir können auch mal ein paar Berater einstellen. Zumindest Stufe 1. 71 schon. Boah, nicht nur, dass sie so lange auf dem Thron ist, sondern dass sie auch mit die älteste Herrscherin, glaube ich, wird, die ich je hatte. Übrigens mal was zu testen. Ich habe früher mal den Eindruck gehabt, dass wenn man Beleidigungen verschickt, sich so richtig verscherzt mit den Nachbarn, dass sie dann dazu tendieren,
auch Staatsehen und so weiter zu widerrufen, weil ich fürchte, der Trick funktioniert nicht mehr. Attack 16 nehmen wir mit. Die 2% sind egal. Das heißt, es gibt eine neue Kanone. 32 Pfünder. Das Anspruch ist... Also, ich brauche 25. Äthiopien gegen die Mamelucken. Das ist ein mächtiges Äthiopien. Das ist ein richtig mächtiges Äthiopien. Ah, nee. Das ist nicht Äthiopien. Das ist Sakalava. Das ist natürlich irritierend hier mit den Blautönen. Das ist nicht exakt die gleiche Farbe. Wow. Aber ein starkes Äthiopien wäre natürlich perspektivisch interessant, wenn es hier eine Grenze gibt zu den Osmanen. Müssen wir mal im Hinterkopf behalten, was da passiert. Boah, Burgund verschwindet langsam, wird jetzt von Geldern hier rausgenommen, mehr oder weniger. Ja, Tech, ne? Ich werde in die Tech investieren. Wie sieht's aus, Kastilien? Nicht zu beeindrucken, diese Leute. Unfassbar. Haben wir den Anspruch? Und noch ein Jahr. Flotte muss, kann sich schon mal bereit machen. Ich hoffe, das reicht. Wisst ihr was? Ich gehe sogar noch. Ich setze sogar noch einen drauf. Ich gehe jetzt. Ich überinvestiere jetzt ein bisschen jetzt auf noch auf 45 dann quasi. Also auf 40. Ja, Prestige weg. 40 Galären. Neues Ziel. Ich werde auch schnell zuschlagen müssen. Weil Österreichs Waffenstillstand endet vorher. Dann muss ich sofort dann zur Stelle sein. Der Morgenempfang. Adel verliert einfach ein bisschen Loyalität. Okay. Wir verlieren Dukaten. Dafür Prestige jährlich bis 28 plus ein verfügbarer Berater. Aber Steuereinnahmen auch nochmal minus 10%. Das ist natürlich hart. Für so ein bisschen Prestige. Nee. Wir bleiben bescheiden. Ich brauche das Geld gerade. Dann brauchen wir einen Admiral. Dionysos Rendis. Ah, furchtbarer Mann. Dann schon ist es Zeit, Krieg zu führen. Ich halte meine Beziehung zu Politon auf Maximum. Truppen sind aufmarschiert. Da werden wir jetzt auch den Sold erhöhen. Das können wir uns sogar leisten. Hervorragend. Was mir nicht gefällt. Oha. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Der Tod von Alexandra. 12.000 Mann in Dalmatien. Aber nehmen wir uns kurz diesen Moment. Wie alt war sie jetzt? 72 vielleicht dann sogar geworden. Das heißt, sie war mit 16 hat sie den Thron bestiegen. Mit 72 tritt sie ab. Sie hat Athen letztlich vom Balkan nach Italien geführt. Sie hat zahlreiche Kriege gegen die Osmanen überstanden. Sie hat Rom genommen, Neapel attackiert und ins Reich einverleibt. Sie hat Angriffen aus Aragon widerstanden. Sie hat den Religionskrieg an der Seite Österreichs gefochten. Sie hat unsere komplette Bündnispolitik im hohen Alter noch umgeworfen. Alexandra, eine wahre Heldin der Griechen. Nur zurückführen nach Griechenland, das konnte sie nicht. Es besteigt Antonio III. Den Thron mit 555. Natürlich extrem gute Werte. Er ist wirklich von Gott verwöhnt worden, absolut. Gott ist mit Antonio. 12.000 Thronanwärter sind nicht so günstig für mich. Kann aber nicht so viel dagegen machen. Den Satz, den ich gerade sagen wollte, was mir überhaupt nicht passt, ihr seht, was hier passiert, ne? Das ist kein Zufall. Das ist bei weitem kein Zufall, dass da 40.000 Mann an unserer Grenze stehen. Ich muss mir gleich eine Mühe machen mit den athenischen Thronanwärtern. Osmanen werden uns gleich angreifen. Staatsehen mit Böhmen. Anetska. Unsere neue Königin. Was ist jetzt mit den dynastischen Verpflichtungen hier? Die sind jetzt alle erloschen, oder? Jawohl. Ach, mit Österreich gibt es noch Militärzugang. Den widerrufen wir jetzt natürlich sofort. Oh, Alexandra. Und wisst ihr was? Um Alexandra zu ehren, werden wir eine Stadt nach ihr benennen. Eine Provinz werden wir nach ihr benennen. Ich bin nicht ganz sicher. Was würde sich anbieten? Die Abruzzen vielleicht? Ich glaube, da kann man es am besten lesen. Wir benennen die Abruzzen. Das Bollwerk Italiens. Nach dem Bollwerk aller Griechen. Nach Alexandra. Nicht Alexandria. Nein, nein.
Wir bleiben bei Alexandra. Den Bergen. Da kennt man ihren Namen. Hoch oben. Von dort soll er schallen. Ich bin extrem jetzt verunsichert, aber hier durch diese Situation. Es ist nur noch eine Frage von Tagen, würde ich meinen. Es gilt es aufzupassen. Einerseits will ich den Krieg gleich gegen Venedig starten, weil ich nicht wirklich warten kann und sollte. Andererseits, wenn ich jetzt in einem Krieg drin bin und dann verlange, macht es das vielleicht noch schwerer für meine Verbündeten mitzuhelfen? Ich weiß es nicht. Ganz, ganz eklig. Kastilien, jetzt oder nie? Wir sind... die Staatsehe müsste erneuert werden. Das mache ich auch, auch wenn es wieder eine Beziehung zu viel dann wird. 56 zu 67, das gibt's doch nicht. Aber es sind jetzt nur eine drüber, das ist total in Ordnung. Jawohl, die Staatsehe mit Polen-Litauen. Auch wichtig, hier die dynastischen Verflechtungen zu stärken. Polen-Litauen, Staatsehe, Bündnispass, Kastilien, nur Staatsehe, Ferrara. Was ist halt Genua? Ist eine Republik. Okay, aber das ist extrem verdächtig hier, Leute. Ich traue der Sache null. Deshalb schere ich mich gerade nach wie vor nicht um die Thronanwärter, auch wenn die jetzt gerade meine Hauptstadt besetzen. Ich habe Schiss. Aber sie kommen nicht, sie stehen da und warten. Minus 25 auf Fortschritt bei den Regierungsformen. Naja, gut, es ist dann so. Gucken hier nochmal rein. August, habe ich mir gemerkt. Hier müssen wir jetzt auch pushen, dass wir die 150 kriegen. Aber kriege ich da genug Macht zusammen? Übers Parlament? Ja, nicht ganz. Ne? Ich müsste hier auch das mitnehmen. Beschnittene Privilegien ist eins. Ich müsste eigentlich bis 1611 warten, um auch den Minister rekrutieren zu können, um da den Einfluss zu pushen, dass ich hier mehr Macht mitnehmen kann. Aber den Beitrag, den nehme ich mit. Und das dauert noch ein bisschen, jawohl. Was habt ihr im Sinn? Okay, die Osmanen marschieren ab. Okay. Das macht mir Mut. Waffenstillstand ist beendet. Ich kann sie angreifen, oder? Jawohl. Kriegsziel ist die Eroberung von Verona. Jetzt erstmal geschaut. Okay, meine Schiffchen ziehe ich noch mit rein, die ich jetzt hier habe. Boah, ich hoffe sehr, dass das reicht am Ende. Was ich an Flotte habe, das Schiffchen aus Rom noch und aus Ancona. Grenzdisput. Was Siena denkt, ist mir egal. Okay, wir haben es gleich, Leute. Truppe ist bereit. Ich brauche einen General. Contarini. Eieieiei. Der hat richtig gute Werte. Nahkampf, Fernkampf 3. Passt. Also für unser Verhältnis hat er richtig gute Werte. Sagen wir es mal so. Okay, Armee ist bereit. Flotte ist quasi bereit. Das ist die venezianische Handelsflotte. Segelt die gerade in die Straße von... die segelt gerade in den Süden weg. Möchte die eine Galeere jetzt hier nicht riskieren, nicht verlieren. Unnötig. Und ja, Karagusa wird gerade belagert, aber es ist gerade tatsächlich wichtiger, dass wir den Krieg hier gegen Venedig beginnen. Mit der Einnahme von Verona als Kriegsziel. Falls wir an Venedig nicht rankommen, können wir immer noch einen guten Frieden machen, den wir Verona dann nehmen. So beginnt es also. Und die venezianische Flotte hält sich zurück. Sie verlässt nicht den Hafen, sie trauen sich nicht. Das ist super gut. Kann man die nicht nur abgliedern? Ja, so. Die repariere ich kurz. Wir marschieren direkt rauf, wenn es die Flotte
wirklich da im Hafen hält, sollen sie das tun. Dann können wir wirklich... Jawohl! Und wir erwischen die Venezianer. Sie sind chancenlos. Ist das ein Stackwipe? Jawohl. Oh, easy. Jetzt wird es ja gleich zur Seeschlacht kommen. Die kann ich mir aber sparen. Tatsächlich spare ich mir die Seeschlacht. Da verliere ich nur Schiffe gegen die Venezianer. Muss ich nicht führen. Muss ich so nicht machen. Das wird ein ganz einfacher Sieg für uns. Frage ist, ob wir auch so viel Land nehmen dürfen. So viel Land nehmen können. Überhaupt. Tja, sie hatten eine Chance, ne? Sie hätten rauskommen können aus dem Hafen, haben sich nicht getraut. Bezahlen dies nun mit ihrem Leben. Ach, hätte Alexandra das doch noch erlebt. Aber jetzt der große Herzog Antonio III. Auf dem Thron. Ein bisschen maßlos, aber wer so maßlose Werte hat, dem sei es verziehen. Auch die Königin. Großartig. Und jetzt powern wir richtig Punkte. Noch und nöcher. Erstmal noch nicht. Wir investieren erstmal noch nicht in die neue Tech, weil ich gleich Kernprovinz erstellen will. Wow, ich brauche gar nicht so viel Mann hier, sehe ich gerade. Das ist natürlich jetzt ein berauschender Sieg für uns. Ja, gibt keine Festung da. Das ist kein Problem. Das ist richtig gutes Land. Das wird uns dann auch dazu veranlassen, unseren Haupthandelshafen, glaube ich, nach Venedig zu verlagern. Naja, parallel fällt unsere Hauptstadt, aber ist in Ordnung. Ich befürchte, ich kann es mir nicht leisten, ne? Holy fuck! Oh, rechnen wir mal. Gucken wir uns das mal. Das sieht erstmal brutal aus, weil es sehr viele Nationen sind, aber ist es wirklich so viel, ist die Frage. Okay, Venedig hört auf zu existieren. Dann Siena, Mailand. Okay. Ragusa ist gefallen. Es ist halt nur Ungarn als richtig, richtig große Macht drin, ne? Klar, Mailand, Ansbach, Elsass, Memmingen, Pfalz, Provence, Ravensburg, Schweiz, Ulm, das läppert sich, wenn jeder bringt so 10.000, 15.000 mit. Frage ist, trauen sie sich? Trauen sie sich dann wirklich die Koalition zu triggern? Mich verteidigen würde immerhin ja doch eine recht starke Macht. Also es ist jetzt nicht... Alternativ als Vasall. Als Vasall kein Thema. Interessant. Ich meine, ich habe jetzt Treviso schon integriert. So nicht. Also so verhindere ich eine wirklich massive Koalition gegen mich. Könnte auch gleich anfangen, Ferrara zu integrieren, wenn ich hier die 400 Macht in die Ideengruppe investiert habe. Ich glaube, das ist safer, ne? So verhindere ich eine Koalition gegen mich. Ist nicht schön. Das ist vollkommen richtig, weil das Land hier so ein bisschen zerklüftet ist. Treviso habe ich jetzt auch schon zum Staatsgebiet gemacht, da habe ich schon Macht investiert. Das wäre Quatsch, das denen jetzt zurückzugeben. Dann wird Venedig vasallisch integriert an Ferrara, um da ein bisschen gegenzusteuern. Und ich habe keine Koalition gegen mich. Easy peasy, 111 Dukaten obendrauf. Venedig wird zum Vasall Athens. Ganz einfach. Kostet mich diplomatische Macht natürlich. Das bringt mich jetzt wieder weg von der Ideengruppe. Ah ja, komm. Ich will nicht jetzt unnötig eine Koalition gegen mich haben. Das muss wirklich nicht sein. Sofort natürlich Beziehungsverbesserung jetzt angesagt. Oh, wir jetzt. Ah, wir haben zwei Unterlagen. Untertan ist ja noch besser. Kosten für diplomatische Annexion reduziert für 25 Jahre. Mache ich aber erst dann, wenn wir anfangen zu annektieren. Sofort natürlich Beziehungen verbessern mit den Venezianern. Kann das sein? Nicht, dass sie gleich irgendwo supportet werden, das wäre ungünstig für uns. Sollte meine Macht jetzt auch boosten.
pushe meine Armee ein bisschen hoch. Auf 30.000 Mann. Ich habe die Mannstärke einfach, um uns jetzt hier ein bisschen abzusichern. Ich meine, wir werden die Meinung auf jeden Fall in die richtige Richtung bewegen können. Sie haben verflucht viel Entwicklung. Aber es ist jetzt einfach die sicherere Variante gewesen. Und wir haben quasi ihre Flotte verschont. Das macht sie jetzt natürlich sehr stark. Aber es hilft uns dann perspektivisch auch. Ich habe nicht wirklich eine Karavelle gebaut, oder? Das ist natürlich ein bisschen doof. Kommt weg. So, weil ich jetzt massiv... 0,0? Sicher, Leute? Ich bin über dem Truppenlimit, aber es ist kein Problem. Immer noch? Okay, dann lass ich's. Oha, hohe Litauen und Mailand brechen ihr Bündnis. Das ist hochinteressant. Und plötzlich ist das ganze Land hier angreifbar. Oh Leute, spannend. Dafür alliieren sie Lübeck. Naja. Kann man jetzt geteilter Meinung drüber sein? Das mit Kassier macht mich aber echt wahnsinnig. Aber, also... Oh, das habe ich vergessen. Ja, zurück. Oh, meine Transportflotte. Zack. Ja, weg mit dem Prestige. Oh, ich habe 13 Legitimität. Okay, das wird natürlich auch ein bisschen haarig werden, glaube ich, mit der Annexion dann von Ferrara. Das ist sehr wenig Legitimität. Ungarn hat Österreich den Krieg erklärt. Oh, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht, was hier gerade passiert ist. Am 21. Juli kommen die an. Wann kommt die Verstärkung? Am 1. August. Ach du Scheiße. Werfe ich die gerade weg, weil die auch keinen Anführer haben? Oh oh. Wie schnell schaffe ich es, da Truppen nachzuwerfen? Francesco, unser Thronfolger, ist furchtbar. Ein Grund mehr, dann die Republik, glaube ich, auszurufen. Ich werfe jetzt da Truppen rein, aber... Oh Gott. Gott. Kommt die rechtzeitig, um das jetzt hier nach oben zu werfen? 23. Die halten keine 10 Tage durch, ne? Oh Gott. Oh, um Gottes Willen. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Ich kann nicht mehr abbrechen. Ich habe gerade 10.000 Mann verloren. Ich verliere 15.000 Mann an diesen... Oh Gott. Um Gottes Willen, ey. Es läuft so fantastisch. Wir nehmen Venedig. Ich verliere fast keine Männer. Und jetzt verliere ich hier an so ein paar Thronanwärtern eine ganze Armee. Und ich kann es nicht mehr abbrechen. Doch, das kann ich noch abbrechen, alles klar. 10.000 Mann. Weggeworfen. Sagen wir, wie es ist. Weil ich nicht genug Transportschiffe hatte und... Wow. Aggressive Thronanwärter-Rebellen, hätte ich nicht mitgerechnet. Ich kann halt nicht rüber, ne? Ja, das heißt, ich muss Transportschiffe jetzt bauen. Oh, Gottes Willen, ey. Dass ich da genug Mann rüberbringen kann. Dann auch noch ohne General. Natürlich werden die dann gewiped. Ja, von mir aus kriegt er hier Zugang. Oh Gott, Leute. Völlig unnötig. Völlig unnötige Aktion. Verrat gegen Athen. Adel verliert lokale Unruhe in Umbrien. Ja, ist schon Armeeprofessionalität, ne? Will ich nicht aufgeben. Oh, fuck. Das war schmerzhaft. Schmerzhaft und vor allem komplett vermeidbar. Das war kompletter Quatsch. Jetzt aber erstmal einmal geschaut, was ist die Situation. Österreich gegen Ungarn und Aragon. Relativ chancenlos. Gelder noch dabei. Ungarn der Aggressor, richtig? Ja, Handelskrieg gegen Österreich ist auch eine interessante Geschichte. Wann und wo baut ihr eigentlich halt meine Truppen? Alle hier in Verona. Also alle in Verona und Trevisan. Herzlichen Glückwunsch.
Oha. Unrühmlich, was ich hier gemacht habe. Sehr, sehr unrühmlich. Das war natürlich tödlich. Oh Gott, die setzen sich jetzt sogar durch. Was sind denn die Forderungen? Ach du Scheiße. Wann? In 6 Monaten. Oha. Scheiße. Ich habe 6 Monate Zeit, um mein Land zu retten. Um die Krone zu retten. Okay, wir müssen mit 5000 Mann rein nach Ragusa. Ach du Schande. Die Armee geht nach Alexandra. Gott, Antonio. Ich habe es völlig missachtet natürlich, was für Forderungen sie hier stellen werden. Wir werden sofort dann verstärken. Ich komme da halt nicht rüber, ne? Ungarn blockiert mich da halt vollkommen. Sie reagieren natürlich sofort. Ich kann Truppen sofort aber nachziehen. Jetzt riskiere ich halt alles, ne? Schneller, schneller, schneller. Ihr braucht wie lange? 13. März. Ich habe jetzt halt meinen General dabei. Das muss reichen, das muss reichen. Haltet durch, haltet durch, haltet durch für Antonio. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier alles verliere gerade. Weil ich nur zu wenig Transportschiffe besitze. Come on! Bis zum 10. durchhalten oder sie schlagen. Oh, fucking crap, Alter. Das war viel zu teuer alles hier gerade. Ach du Scheiße. So, setzen sie sich immer noch durch jetzt? 2 Monate, weil Ragusa besetzt ist. Oh Leute, Scheiße. Fucking hell. Ich kann nichts dagegen tun, ne? Ja, die Stabilität zu steigern, wird das hier nicht aufhalten. Die Armee ist gestoppt. Damazien kriege ich flott zurück. Ragusa aber kriege ich halt nicht so. Ich kriege Ragusa nicht so schnell zurückerobert. Die setzen sich durch, ne? Naja, weil die Armee zwar geschlagen ist. Oh, ich Idiot. Boah, und jetzt erheben sich auch noch die Bauern hier. Oh Gott, was für ein Start für Antonio. Antonio ist so ein herausragender Herrscher und ich krieg jetzt gleich den fürchterlichsten Mann auf den Thron, den man sich vorstellen kann. Könnte ich noch mit dem Artillerie... Ach, ist jetzt alles zu spät, ne? 96%, das schaffe ich selbst einen Artillerieangriff, selbst einen Sturm, selbst der Sturm auf Ragusa würde es jetzt, ich glaube, ich muss stürmen. Aber es reicht ja nicht, mit 7000 Mann kriege ich die ja nicht tot. Jamon! Habe ich es geschafft? Holy fuck! In der allerletzten Sekunde! Oh Gott! Oh fucking hell! Oh Gott! Absolute Katastrophe, was ich hier gespielt habe. Oh, tausende, abertausende Mann sterben hier. Nachdem Alexandra stirbt, geht sofort alles den Bach runter. Antonio mag ein großartiger Herrscher sein, mag großartige Werte haben, aber... Oh, was für ein Beginn seiner Herrscher. Was für ein fürchterlicher Auftakt. Überall Rebellen, uns fehlen zigtausende Männer in unseren Rängen. Muss ich fast aufpassen, dass jetzt Venedig jetzt nicht allzu aufmüpfig gleich wird. Höhere Tech-Stufe, sehr viel Entwicklung. Eieieiei. Ich muss auf jeden Fall Truppen nachballern hier, ohne Ende. Okay, erstmal die Truppe zusammenziehen, ne? Ach du fuck, ey. Fucking hell. Leute, genauso wie die Folge an sich eskaliert, glaube ich, auch die Länge dieser Folge gerade ein bisschen.
Egal, ich bring das jetzt hier noch kurz zusammen, zumindest die Truppe wieder. Jetzt bringt die doch da mal rüber. Ich zumindest hier mal wieder eine Streitmacht habe. Die den Namen verdienen. Wohin werden die transferiert? Nach Venedig. Das ist okay. Da kämpfen sie gegen dann die Truppe meines. Nein! Jetzt evakuiert doch nicht Venedig. 12.000 Mann, die müssen sich natürlich auch erstmal erholen jetzt. Hier oben habe ich noch. Was sind das? Eine Einheit Infanterie. Oh Gott, das. So Truppen ran schaffen. Um Gottes Willen. Schnell Rom zurückerobern. Komplettes Chaos. Habe ich auch echt noch nicht erlebt. Habe ich auch echt noch nicht hinbekommen. Doch, habe ich schon erlebt. Machen wir uns nichts vor. Okay, Venedig kümmert sich um die Rebellen. Das ist schon mal gut. Das ist ein erster Schritt. Dann muss ich die jetzt hier in Umbrien bekämpfen. Wenn ich im Frieden irgendwie rauskommen möchte aus der Nummer. Also aus dieser Folge. Gott, jetzt muss ich sogar Kredite aufnehmen hier für meine aberwitzigen Aktionen. Bisschen warte ich natürlich jetzt, dass die Männer sich hier verstärkt haben. Die Regimenter wieder fit sind. Greifen die ernsthaft die 1000 Mann hier an? Ne, sie gehen nach nur Urbino, okay. Okay, da schlage ich dann natürlich zu. Holy fuck. Okay, Leute. Das war wild. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal durchatmen. Ich muss jetzt erstmal durchatmen. Der Frieden ist wiederhergestellt, der Innere. Die größten Rebellen sind zurückgeschlagen. Hab ich gerade was verpasst? Hat Polen Litauen hier gerade einen Separatkrieg begonnen? Ungarischer. Moment. What? Verteidiger gegen Ungarn im Krieg. Ungarischer Handelskrieg? Sind sie interveniert? Wie zur Hölle ist Polen Litauen in diesen Krieg reingekommen? Sie sind nicht verbündet mit Österreich. Wie kommen die? Sie sind eine Großmacht. Wahrscheinlich sind sie interveniert in irgendeiner Form. Oder? Das Verhältnis der Kräfte wird natürlich jetzt extrem verlagert dadurch. So, bitte. Ja. What the hell? Frankreich auf Aragons Seite, auf Ungarns Seite plötzlich stehen. Wie kommen denn diese Mächte hier rein? Wie kommt denn mit Frankreich dazu, in diesen Handelskrieg anzugreifen? Das ist ein zweiter Krieg. Ach du Scheiße, okay. Frankreich hat Burgund angegriffen. Österreich verteidigt, weil sie zum Reich gehören. So, und der andere Krieg ist gegen Ungarn. Und da ist Polen-Litauen an der Seite der Österreicher. Als Verteidiger. Das heißt, Ungarn wird richtig leiden. Das ist natürlich für uns perspektivisch höchst interessant. Deshalb werden wir ja auch Ansprüche auf jeden Fall aufbauen. Wir müssen uns aber echt uns mal hier ein bisschen einmal richtig schütteln, glaube ich. Also in letzter Sekunde habe ich hier den Thron von Antonio nochmal gerade so gerettet. Das war übel, ey. Das hätte richtig ins Auge gehen können gerade. Holy fuck. Und jetzt habe ich viel zu viele Schiffe. Ich verzichte mal auf 4 Galären. Galassen. Immerhin. Meine Armee lebt noch. So halbwegs. Die müssen jetzt natürlich wieder voll aufrüsten und ausbauen. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Also, große Kriege in Europa plötzlich vom Zaun gebrochen. Neue Möglichkeiten an allen Ecken und Enden. Alexander gestorben, aber wir ehren sie in den Abruzzen. Mit einer ganzen Provinz, die jetzt ihren Namen trägt. Nicht einfach nur eine Stadt, nein, nein, die ganze Provinz. Antonio hat den Thron bestiegen, aber mit großen Problemen. Hat uns hier fast zugrunde gerichtet. Was
für eine Geschichte. In der nächsten Folge beginnen wir dann hoffentlich damit, Ferrara zu annektieren. Mal gucken, ob uns das auch gelingt, weil wir jetzt sehr wenig Reputation natürlich haben. Durch die geringe Legitimität. Und ich sehe, warum habe ich so viel Admin-Macht. Ich dachte, die hätte ich längst investiert. Aber Macht kommt jetzt ordentlich rein. Wir sind das erste Mal jetzt hier auf Höhe der Zeit, glaube ich, was die Admin-Technologie auch angeht. Bisschen verschuldet wieder, aber das alles irgendwie nochmal in den Griff bekommen hier. Gerade so, das war knapp, Leute. Das war richtig knapp. Was für ein Auf und Ab. Mal wieder. Leute, wir sehen uns in der nächsten Episode. Dann beginnt die Dynastie, die Ära von Antonio. So richtig. Macht's gut, bis dahin.